An der Stelle wollte ich mal eine wichtige Sache sagen. Erstens finde ich das unglaublich gemein, dass die so Sachen. Also, ich wette, wenn Tod sich irgendwie wünschen würde, dass sich jemand ihn verliebt, dann würden die Stellen da irgendwas machen, wenn der Bose das macht. Solche Wünsche Filme nicht. Und vom Kami Cooper, wie ihr gerade gesagt habt, das geschieht ja auch recht, so wie sie uns Coopers schon all die Jahre behandeln. Das ist ja echt nicht so unwahr, ne? Also, so ein bisschen Gleichberechtigung. Okay, hier kann ich wahrscheinlich die Sternspitze einsetzen, so wie das aussieht. Ah, sieh an. Hallo Mario. Ist ein wenig zu eng hier, um die in deine Zukunft zu blicken. Möchtest du meinen Dienst in Anspruch nehmen? Sprich bitte von der anderen Seite des Tisches aus. Okay. Ah, sieh mal an. Ich habe deinen Besuch vorausgesehen, Mario. Mein Name ist Mehrlieblich. Ich bin eine wunderschöne Wahrsagerin. Meine Notbestimmung ist es, die Zukunft zu sehen, absolute atemberaubend auszusehen. Ich kann dir helfen zu finden, was du suchst. Ich kann Dinge sehen, die im Verborgenen liegen. Ach ja, sag mir, welche Blicke in der Zukunft für Öffnen herkommen. Ein Orden also? Ach ja, okay. Voller Grazien, konkurrenzloser Schönheit werde ich nun deine Zukunft lesen. Boah, Morgenstern, so weit, so fern. Silberner Schein, wo mag es sein? Oh ja, oh ja. Ich will meine Augen mit dem Licht testen, was ich suche. Ich sehe einen Schwindelhieborden auf dem Weg von Tautown nach Cooperheim, bevor du die erste Brücke überquerst. Schwebt ein roter Block in der Luft. Du springst hoch, triffst du. Ernsthaft? Ernsthaft? Ich denke, der wäre ja auch so hingesprungen. Sonst irgendwas. Ups. Ne. An der Stelle würde ich noch eine andere Sache sagen, und zwar, wenn der Sternhafen doch genau neben. Ja, okay. Ja, gut. Gut, gut. Wir denken das nochmal an. Wenn der Sternhafen genau neben dem fucking Palast liegt, wie zum Teufel ist Bowser da rangekommen? Weil, gut, ich würde jetzt halt sagen, diese. Oh, ups. Die Festung hat er halt mit dem Sternenstab dann unter dem Palast gezaubert zum Fliegen. Oh, es tut mir so leid, ich bin in Eile. Yeah. Oh, bist du. Du bist doch Mario. Dem Stern sei Dank, ich habe dich gefunden. Wie geht es dir? Mein Name ist Twink. Prinzessin Peach hat mich. Hat mir das. Hat mich dir etwas zu. Hä? Okay, ich denke, er fehlt schon gebeten. Sonst Peach hat mich gebeten, dir etwas zu bringen. Ah, ja, da ist es ja. Hier, bitte sehr, nimm es. Du hast einen Glücksstern aus. Was? Was hast du halt einen Glücksstern ausgezeichnet? Okay. Ein Anhänger, der den Einsatz des Aktionenkommandos erlaubt. Okay. Das ist der Glücksstern von Prinzessin Peach. Jetzt, da er dir gehört, kannst du das Aktionskommando einsetzen. Erlaube mir, dir zu erklären, wie du dieses Kommando anwenden kannst. Ja, gut. Okay, lass mich erklären. Mal sehen. Du da, ja du da hinter Mario, darf ich dich bitten, mir einen kleinen Illustration wie zu sein? Ich, man nennt mich Gumbario, natürlich helfe ich dir. Gut Mario und Gumbario, lasst uns beginnen. Zauber ich du Gumbario voll aufs Maul. Zuerst Mario, wähl das Sprungkommando. Und wähle den Gegner aus, den du angreifen möchtest. Kurz vor Landung A drücken. Hast du deinen Wagen getroffen oder scheint die Erklärung des Aktionskommandos? Ja, jetzt A. Nice. Wenn das Wort gut erscheint, hast du das Aktionskommando erfolgreich angewendet. Ist dir das gelungen, erhöht sich die Effektivität des Angriffs. Okay, jetzt sollte Gumbario versuchen, Mario anzugreifen. Okay, jetzt geht's los, Mario. Ja, das hab ich doch gemacht. Hä? Ja, du hast die Aktionskommando erfolgreich angewendet. Achso, ich kann das verteidigen. Hiermit verringerst du den Schaden, den du einstecken musst. Oft musst du verschiedene Techniken einsetzen, um das Aktionskommando zu verwenden.
Dieses hängt von der jeweiligen Attacke ab. Versuch nochmal mit dem Hammer anzugreifen. Hast du für Ziel auserkommen, drück den Joystick nach links. Okay, drück den Joystick. Mach ich doch. Okay. Sehr gut, du hast das Aktionskommando erfolgreich angewendet. Nun, Mario, hast du die Handhabung des Aktionskommandos verstanden? Lass uns noch ein wenig üben, um sicherzustellen, dass du diese Technik perfekt beherrschst. Nein! Nein! Fuck, ich habe ja gekriegt. Gut. Drehen wir mit. Sobald du gelernt hast, das Aktionskommando richtig einzusetzen, wirst du noch stärker werden. Unglaublich, jetzt wirst du im Kampf noch stärker sein. Da bist du. Ah, ist der Kamek. Dann rede ich wieder eine Kamek-Stimme. Was? Das kann nicht sein. Bist du mir gefolgt? Welch ein törichter Sternkind. Ich wusste, dass ich auf Mario treffen, wenn ich dir folgen würde. Wenn ich Mario besiege, werde ich berühmt. Ich sag's Kami Koopa. Ihr Lob ist gewiss, mir gewiss. Vielleicht bekomme ich auch eine Gehaltserhöhung. Und los geht's. Okay, wir bumsen weg. Scheiße, verkackt. Okay, mit dem hat es nichts funktioniert. Nice, jetzt auf dem Boden. Okay, ich denke, ich habe das geblockt. Scheiße, das meint irgendwie Mario nicht so richtig. Scheiße. Okay, fuck, ich kack richtig ab. Nein. Okay, ist trotzdem tot. Nice, er gab 15 Erfahrungspunkte. Einfach in Luft aufgelöst gestorben. Gut gemacht, Mario. Du bist genauso stark, wie man es sich erzählt. Ich weiß, dass du Bowser besiegen wirst. Ich kriege den Prozessor Peach zurück. Zwar bin ich viel zu schwach, um ihr richtig helfen zu können, aber wenigstens kann ich ihr sagen, dass es dir gut geht. Also Mario, bis später. Ach, ja, beinahe hätte ich vergessen, die Prinzessin Nachricht zu überbringen. Es geht mir gut, also sorge dich nicht um mich. Genau das hat sie gesagt. Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich sehr einsam fühlt. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben, um euch beiden zu helfen. Bitte seid tapfer, du musst die Prinzessin retten. Naja, machen wir. Und fort ist er. Zurück zu Bowser Festung. Was für ein tapferer kleiner Kerl. Okay, Mario, lass uns ernst machen. Ah ja, der hat gesagt, dass er entkommen konnte. Oh, Mario. Melon hat nach dir gesucht. Er lebt im Haus mit dem rotierenden Dach. Er hat mich zu dir, mit mich dir zu sagen. Er bat mich dir zu sagen, dass du zu ihr kommen sollst. Ihm. Ich wollte gerade nach dir suchen, aber bist du ja schon. Melon bittet höchst selten jemanden zu sich nach Hause. Er ist ein wenig exzentrisch. Selbst wenn er Besuch hat, verlässt er selten das Haus. Wieso soll ich auch das Haus verlassen, wenn er Besuch hat? Melon ist nicht hier. Sie verkacken? Warum hörst du nicht auf zu klopfen? Ich sag doch, dass es hier nicht hier ist. Was zum? Warum schläfst du jemand von meinem Haus? Moment mal. Dieses Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Oh, vielleicht nein, ja, es muss so sein. Du bist Mario. Ich habe auf dich gewartet. Du hattest schon früher kommen sollen. Aber jetzt bist du ja da. Komm rein. Puh, zu viel Story. Wo soll ich anfangen? Mein Name ist Melon. Ich bin ein Zauberer. Vor einigen Tagen habe ich gerade in der Sterne gelesen, als ich plötzlich eine Vision hatte. Was ich erfuhr, ist sehr, sehr wichtig, was dich betrifft. Aber vorher muss ich noch über einige andere Dinge berichten. Es ist eine sehr lange Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Wo soll ich anfangen? Gar nicht. Bitte gar nicht, fang überhaupt nicht an, ich will sie nicht wissen.
Es war vor langer Zeit, einer meiner Vorfahren war gerade auf dem Sternschnupfen-Gipfel. Doch eines Tages geschah plötzlich ein großer erschien und ich Angesicht zu Angesicht. Dann der weit entfernte, der fromme war, erhob mich, war erstaunlich. Ich war noch so jung, ich glaubte an, doch unsere Herzen waren. Und dann so. Okay. Danke, er hat tatsächlich viel der Geschichte übersprungen für mich. Huch, ey. Mario, hast du überhaupt zugehört? Nein. Oh, na gut. Auf jeden Fall bin ich deshalb in der Lage, dir zu helfen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, komm nur zu mir. All die Mucke ist richtig stressig in dem Haus. Für einen kleinen Obolus zeige ich dir den Pfad, den du nehmen sollst. Dein Hauptziel muss es sein, Prinzip so schnell wie möglich, nur Menschen möglich zu retten. Aber meine Mission zufolge solltest du zuerst zur Festung der Cooper-Brüder gehen. Um sie zu erreichen, gehe aus der Straße vor dem Tauthaus in Richtung Osten. Ja, gut. Da werde ich auch jetzt ohne dich hin. Zum Glück geht Speichern ja echt schnell. Du willst da gar nicht raus, ist viel zu gefährlich. Die Festung der Kubarie zu gehen wäre ein großer Fehler. Du solltest definitiv nicht gehen. Auf gar keinen Fall solltest du den alten Merlin um Hilfe bitten. Das wäre wirklich schlimm für uns. Ich meine, für dich, denk gar nicht erst daran. Mario, möchtest du, dass ich dir den Weg für deine Zukunft weisen soll? Nein. So gar nicht, dass ich deine Zukunft blicke. Also gut, aber sollst du dir einen Weg nicht mehr finden, komm nur zu mir. Achso, wenn ich nur. Okay. Was sagst du? Mercury Shots blockieren den östlichen Ausgang von Toadtown? Das darf nicht sein. Das ist lächerlich. So, das habe ich noch nie gehört. Noch nie! Ich werde dir das auch auf den Grund gehen. Folge mir. Ich muss mal sehen, was da vor sich geht. Ich schlage sie den alten Mann zusammen wahrscheinlich. Hui. Schneller als du. Ich sag dir doch, dass du hier nicht vorbei kannst. Tisch ab. Das sind doch gar keine Toads, oder? Wir wissen gar nicht, wovon du sprichst. Ja, was soll das? Du kannst nicht jeden fragen. Wir sind schnuckelige, normale Toads. Zeig euer wahres Gesicht. Das sind die Tiddy Crab schon mal dachte ich's mir. Ihr seid die Koopa-Brüder. Wie hast du das herausgefunden? Unsere Verkleidung war perfekt. Gut, hätte ich das gewusst, die Stimme ausgemacht. Verdammt! Belanzio! Citronello, Asparago, Rückzug, Einstein. Mario, diese Betrüger waren niemand anders als die Koopa-Brüder. Du musst sie in die versteckte Festung der Koopa-Brüder verfolgen. Oh Mario, einen Teil der Zukunft habe ich dir noch verschwiegen. Um zu der Festung zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Koopas mit einem blauen Panzer. Das ist ein seltsames Oben. Im Koopa-Heim findest du vielleicht etwas, das die Sache klären wird. Ich muss jetzt wieder nach Hause gehen. Kapitel 1 endlich mal. Schnapp dir die Koopa-Brüder. Yes. Kann ich jetzt einen Griff auch timen? Nee. Sit down. Yes. Was, es gibt uns 2 Erfahrungspunkte. Hat der gerade Teil Damage gemacht? Nice. Okay, zu früh, glaub. Aber der dürfte mal nur 2 Leben haben, aus dem stärkerer. Weiß nicht, aber er hat auf jeden Fall nicht mehr als 3. Kann ich da nach hinten? Nee. 2 wahrscheinlich von denen. Ja, dachte ich mir. Nice, jetzt ist er da. Okay, so ist das eigentlich relativ easy. Kann ich auch ein bisschen die Kombos trainieren? Thank you.
Nein, das wollte ich nicht. Au. Gut. Weil der andere kann ihn ja nicht angreifen. Trotzdem ein HP verloren. Mal gucken, ob ich geheilt werde. Nope. Da ist der Orden wahrscheinlich drin, ne? Für den Gegner macht die Bewegung unfähig. Okay. Ruf einen Schrecken. Ja, okay. Das haben wir ja vorhin schon gelesen. Was für sowas habe ich 20 Minuten gezahlt. Zeitpunkt Schaden gegen alle Gegner. Die Schalentiere irgendwie auf Boden oder so. Hä? Ich mal Damage bekommen, hat der Typ. Sorry. Ach so, die kriegen ja keinen Damage, aber dafür können sie nicht angreifen wahrscheinlich. Guck mal, ob der 3 oder 4 Leben hat. Wie geil. Nein. Der müsste down sein. Nee. Sehr gut. Ja, der Kombo funktioniert schon besser. Geld. Jetzt gucke ich gerade, habe ich eigentlich sonst irgendwelche Bäume vergessen? Wahrscheinlich schon. Lol. Okay. Da liegt irgendwas drauf, ein Goomba. Bam, was ne Kombo. Letztendlich kann ich ja nur mit Mario die töten. Das ist ein Pieks-Guma. Er heißt so, weil er sich Schaffe im Kopf trägt. Max HP 2, Angst Rast 3, Verteidigung 0. Was immer du tust, auf keinen Fall sollst du auf ihn springen. Du könntest sogar paralysiert werden. Ah. Das wusste ich nicht. Gut, okay, und dann sieht man auch die HP-Anzeige, wenn die mal gescannt sind. Nein. Hammerangriff auf. Ach, den müssen wir nur einmal scannen. Dann machen wir das doch mal. Ja, blablabla. Gut, hätte ich das gewusst mal. Au. Weg ist er. Was ist das? Ach, okay. Scheiße. Gut, weil jetzt kriegen wir maximal 2 Damage. Okay, wir könnten uns sogar verteidigen.
Wir heilen uns einmal. Wir scannen einmal kurz ab. Das ist kein Kupal, jeder kennt sie, das sind böses Gefolgsleute. Maximal 4, Angriffskraft 1, Verteidigung ist 1, sie haben harte Panzer. Wenn du sie aufs Kreuz legst, kannst du die Verteidigung auf 0. Es ist vielleicht leichter, sie zu besiegen. Kannst sie durch einen Sprung oder mit Hilfe eines Poplocks auf den Rücken legen. Gut, wir konnten uns verteidigen. Die Kombo ist so viel einfacher als der Sprung. Oh Gott, ich habe immer Schiss, wenn ich eine Gumma neben mir sehe. Geld. Hey. Toton, fest im Koopa. Pros, vielleicht. Ach, hier runter geht's, okay. Hä?